Freiin. Boah. Otterndorf angekommen auf dem Parkplatz. Mit ein bisschen Glück sind wir auch rechtzeitig am Strand, dass wir sehen, wie das Becken vollläuft. Hier stinkt nach Kaka. Der Micky macht wieder total Theater und hier gibt es auch ein paar Hunde, die jetzt hier entgegenkommen. Da wird das noch lustiger mit dem Micky, ne? Der kann sich nicht zusammenreißen. Okay, da hätten wir auch nicht bisher. Doch, ich hatte Deich, als wir den Schimmelreiter behandelt haben. Da haben die sich einen Strick hinterherziehen lassen. Da ja Leute. Da geht es nicht, Micky. Warte erstmal. Der Micky hat es extrem eilig. Ich glaube, der hat was vor und weiß nur nicht so recht, wo er es denn machen soll. Jetzt kommt es bestimmt gleich. Ah, jetzt kommen die Leute hier durch. Micky, komm! Ja, eigentlich soll man es bezahlen. Aber wo es hier ist, ich meine, bei den anderen Dingern war es klar, da war der Strand abgesperrt und da waren Eingänge. Da hattest du gar keine andere Wahl. Das ist ja auch sehr unromantisch. Ja. Ach, das ist ja schon voll, Vater, das ist schon zugelaufen. Hier ist irgend so ein Wettbewerb heute. Der Micky schreibt, ja echt, das ist doch komplett schon voll. Das ist doch blöd. Ja, das ist ja auch dreckig. Das ist ja kein Sand, das ist doch Schlamm, der da drunter ist. Das ist das Watt. Wenn du da langläufst, da läufst du durch richtig dicken, klebrigen Schlamm. Und deswegen, das ist, nennt sich hier nicht Flut, das ist Hochwasser. Weil das Wasser wie so in so eine Badewanne reinfließt. Es kommt nicht in Schwall an, sondern das fließt richtig voll. Als wenn einer so Wasser aufgedreht hat. Können wir ja hier mal den Weg lang gehen. Ja. Wir sind dann bis kurz noch vorbei. Ja, wir sind ziemlich weit da rausgelaufen. Wir sind fast bis zu dieser Rinne da hinten gelaufen, wo die Schiffe fahren. Bis dahin haben wir gestanden. Und dann mussten wir wieder zurück. Da kannst du richtig weit laufen. Aber es ist eben mit Schwimmen dann nicht. Wenn das Becken voll ist, dann ist es richtig voll. Dann hat das 3, 4, 5 Meter Tiefe. Also für nichts mehr ist es nichts. Ja, weil das alles Schlammboden ist halt. Das ist kein Sand. Das ist, wenn du da durch das Watt... Ja, aber das hätte cool ausgesehen, wenn es jetzt erst gekommen wäre. Das geht ja schnell. Ihr hättet da mal sehen können, wie das zuläuft. Weil das ja ganz anders aussieht wie normalerweise.
hat sich angegriffen gefühlt. Micky. Ich wundere, dass er noch nicht hat, der heute Morgen gekackt. Ja. Was? Nee. Ach, da hinten kann man nicht. Nö, nee, aber da darf man den Hund nicht lang wegen den Kühen. Da hinten sind Küchen. Da wo wir da oben da lang sind und dann standen mit Emma die Kühe da. Das war aber auch nicht ganz geheuer. Jessie, wenn du nicht gleich mit deinem Aufknopf aufhörst, dann gibt's halt gar nichts. Wir heute baden, wir baden, wir Was jetzt gar nicht weit weg ist, ist die holländische Grenze. Das ist nicht weit von hier weg. Ja, siehst du, von Holland ist nicht so weit bis Frankreich. Ja, es ist ja der gleiche, das gleiche Meer, ne? Nur das Einzige, also so einzigartig hier hast du eben dieses Wattzeug, das hast du ja dort nicht. Das Wattenmeer. Nappi und Luna rein das letzte Mal, da haben sie sich gefreut. Was ist hier so? Hoffentlich haben wir jetzt nochmal. Ich dachte, die haben wir jetzt runter, damit die ein schönes Bild machen können. Aber er läuft da vor. Ich hoffe, die haben Bett nochmal, weil ich ja gerade filmen wollte.